Herzlich willkommen in Jojos Workshop. In der letzten Folge habe ich ja hier den Parallelanschlag für meine alte Tischkreissäge gebaut. In dieser Folge bauen wir die Feineinstellung. Ich habe da schon so ein paar Sachen vorbereitet und im Video zeige ich euch, was ich damit so anstelle. Yippie, das hat geklappt! Jetzt Jojos Workshop abonnieren! Und jetzt kommt der spannende Teil, die Feineinstellung. Ich habe euch mal oben auf meinen Schiebetisch gestellt, hier, ich könnte euch auch hin und her schieben, damit ihr besser hier unten hingucken könnt. Wie habe ich mir das jetzt vorgestellt? Ich habe hier so ein kurzes Alustück, das könnte man jetzt auch aus irgendeinem dickeren Stück Holz machen, das hat hier schon ein Loch. Das kommt so hier vorne vor. Und dann habe ich jetzt hier mein Stellrad. Da lasse ich eine M6er Langmutter rein. Dafür habe ich ja ein schönes Werkzeug gebaut, um das einzulassen. Das Video verlinke ich euch oben rechts im Eck. Das müssen wir gleich noch einlassen. Und dann habe ich jetzt hier so zwei Aluteile vorbereitet. Das ist eine Aluplatte. Hier unten ist ein 8er Durchgangsloch, also 8,5er Loch drin, damit man das hier an dem Profil befestigen kann. Und dieses Loch befindet sich dann jetzt 20 mm oberhalb von hier, damit sich das Stellrad noch sauber drehen kann. Und das Stellrad will ich von zwei Seiten einspannen. Also kommt hier jetzt noch der Winkel hin, der wird da auch angeschraubt. Und dann ist genau gegenüberliegend wieder ein Loch. Da kommt die Achse von meinem Stellrad durch. Und ich kann das ja jetzt hier schön in der Länge anpassen, je nachdem, was ich für Material für mein Stellrad verwendet habe. Und das bauen wir jetzt mal zusammen. Für den Knopf zur Feineinstellung verwende ich wieder hier meine Lochsäge. Diesmal ist es die 35er Säge, da wird also irgendwie ein 33, 32er rundes Teil rauskommen und ich nehme wieder hier so ein Reststück Küchenarbeitsplatte. Ich habe das jetzt extra erstmal nur so angezeichnet. Ich möchte da nämlich gerne Griffmulden drauf machen und zwar genau 10 Stück. Gewinde M6 hat eine Steigung von 1 mm pro Umdrehung. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die Griffmulden hinmache, habe ich quasi schon eine 1/10 mm Anzeige für meine Umdrehungen. Das heißt, ich muss jetzt hier 10 Mulden in einem Abstand von 36 Grad anzeichnen. Ich bin ja auch doof. Ich kann mir die doch jetzt erst hier ankörnern. Also dahin. So, jetzt haben wir überall ein Löchelchen. Da können wir jetzt nach zielen. Die angekörnerten Löcher finden sich natürlich jetzt viel besser als vorher. Die Zettelchen brauche ich ja jetzt nicht mehr und solange der Kleber noch nicht ganz hart ist, zieht sich das ja gut ab. Dann sägen wir mal durch. Keine Sorge, ich drehe es um, bevor ich durchkomme. Jawohl, ja, da haben wir ihn. Ja, so hatte ich mir das schon vorgestellt. Sehr gut, machen wir das andere auch eben. Zwei Grifffalzen. Schleife ich eben am Tellerschleifer, brauche ich euch ja nicht zu zeigen, ihr wisst, wie es geht. Ich habe jetzt zwei solche Walzen gemacht, aus einem 28er Reststück Küchenarbeitsplatte. Und da markiere ich mir jetzt mal jeweils die halbe Umdrehung, das wäre dann jeweils ein 1/2 mm Hub. Ich mache das jetzt mal ganz profan hier mit dem Edding und hier gegenüberliegend auch nochmal. Da. Und wenn man hinterher daran dreht, weiß man auch, aha, halbe Umdrehung, wieder eine halbe Umdrehung. Wer zwei verschiedene Farben hat oder sich mehr Mühe machen will, macht Blau und Rot oder sonst eine andere Farbe, dann hätte man sogar 1/2 mm fertig markiert, aber so kann man ja auch schon mitzählen. Das müssen wir jetzt mal zusammenkleben. Die beiden dicken Scheiben verklebe ich jetzt miteinander. Ich spanne die hier einfach mit einer M6er Gewindestange zusammen, Mutter und Scheibe. Ich mache da keine große Scheibe hin. Das 28er Material biegt sich ja nicht, das Bieg ist ja steif. Jetzt ein bisschen Kleber drauf. Und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen anziehen hier. Und jetzt geht's. Mal ein bisschen ausrichten hier. Ups. So wollen wir es haben. Und den überschüssigen Leim abwischen. So. Dooferweise habe ich vergessen, das Mikrofon anzustellen, also Nachvertonung. Da ist das Loch, wo die Führungsstange reinpasst.
Wenn man die Führungsstange in die Mutter schraubt, muss man achten, dass die oben nicht rausguckt, sonst haut man sich das Gewinde kaputt. Besser hätte ich nur kurz vorgebohrt, dann hätte ich nicht so eine lange Stange gebraucht. Dann hätte ich ja erst die Führung für die Sechskantmutter reinhauen können und hätte dann mit der kurzen Stange weiterarbeiten können. So werde ich die Mitte nicht so gut treffen, aber es passt trotzdem. Und für so tiefe Löcher ist ja meine Stanze richtig gut. Bei kurzen Muttern kann man es ja notfalls auch so einfach reinziehen. Aber wenn man so eine lange Mutter wirklich über die volle Länge senken will, dann ist das hier besser. Jawohl, tiefer geht es jetzt nicht mehr rein, weil ich auch nicht tiefer gebohrt habe. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, so wollte ich die da drin haben. Wenn ihr nicht so doof seid wie ich und hier schon ein 6 mm Loch reingebohrt habt, dann bohrt ihr euch hier das Kernloch für M6 rein. Dann könnt ihr da nämlich eine schöne M6er Schraube reinmachen. Ich muss jetzt hier als gegenüberliegende Achse eine M8er Schraube reinmachen. Aber Pech, geht auch. Ja, ich weiß, die Bohrmaschine wackelt. Wenn die mal an ihrem endgültigen Platz steht, schraube ich sie auch an. Hier ist jetzt meine klitzekleine, ganz kurze M8er Schraube. Die schraube ich jetzt hier in meinen M8er Gewinde rein. Na, komm, geh schon. So, wenn man einmal getroffen hat, geht es ganz einfach. Am Ende geht es immer etwas schwer, weil das Gewinde ja nicht hundertprozentig bis an den Kopf geschnitten ist. Jedenfalls bei diesem Typ Schraube nicht. Mein Holzklötzchen hier habe ich schon ein bisschen aufgebohrt. Das passt jetzt gut hier drauf als Achse. Also, das Problem hätten wir schon mal gelöst. Wir müssen natürlich hier das Alu auch noch ein bisschen schön rund machen. Dann zeichnen wir uns die Rundung mal an. Mit der feineren Feile drüber gehen. Das hätten wir schon mal rund. Wenn ihr dann doch mal einen Nutenstein braucht und keinen habt, dann nehmt ihr einfach ein Stück Flachstahl. Das hier ist jetzt, glaube ich, 5 mm Flachalu. Das geht ja auch, das hält halt nicht ganz so viel. Schneidet euch da so einen Schnipsel von ab. Brecht die Kanten, dass das in die Nut reinpasst und schneidet in der Mitte halt das Gewinde, das ihr haben wollt. Ich brauche jetzt ein M6er Gewinde. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt flutscht der gut rein. Markieren wir uns die Mitte, bohren das M6er Loch und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Jetzt habe ich alles soweit hübsch gemacht. Das Loch muss horizontal liegen. Die Platte muss auf die Gewindeseite. Das ist hier alles der Fall. Schraube rein. Einmal ausrichten bitte, so, einmal anziehen, fest. Hier ist mein selbstgeschnitzter Nutenstein, rein damit. Hier ist die ganz kurze abgeschnittene M6er Senkkopfschraube. Hier ist jetzt mein Winkel, der muss jetzt daran festgeschraubt werden. So, so dass es sich noch so ein bisschen schieben lässt. So, hier hinten will ich eine M8er Scheibe hinpacken, damit die Reibfläche nicht so groß ist. Die kleben wir jetzt als erstes mal dahin. Ein bisschen Spiel brauche ich ja hinterher auch. Minimal, aber ein bisschen Spiel muss ja vorhanden sein. Also kleben wir uns die Scheibe jetzt erstmal hier in die Mitte. Oder ne, wisst ihr was? Wir kleben zwei Scheiben dahin. Dann habe ich mehr Fläche zum Ausrichten. So, gut. Und jetzt kann ich meine Walze dazwischen schieben, kann das hier ein bisschen andrücken. Ich habe die Schraube jetzt schon so handfest angezogen, dass das nicht mehr so leicht hin und her rutscht. Jetzt ist das fest. Einmal abziehen vom Klebeband. Eine Scheibe. Ja, das könnte gelingen. Nur wie kriege ich das jetzt gescheit dahin? Höhö. Höhö, törö. So. Jetzt habe ich die Scheibe schon mal davor. Schraube rein. Hier jetzt auch noch ein bisschen einziehen.
Jetzt passt's, jawohl. Einmal das Schräubchen AC. So, ist fest. Lässt sich jetzt schon gut drehen und hält auch das Zentrum schon fast. Jetzt kommt hier unsere Gewindestange rein. So, und jetzt kann ich das hier. Und es ist auch kein Spiel da. So wollte ich das haben. Genau so. Und jetzt kommt nämlich der Trick an der ganzen Angelegenheit. Ich habe hier schon wieder so eine Schlossschraube bearbeitet. Die muss auch hier noch so ein bisschen schräg gefeilt werden. Die kommt jetzt gleich hier in die Nut rein. Aber wir ändern erstmal die Kameraposition. Tisch nach hinten. Diese Schraube hier rein. Das Dings davor. Das. Der Überstand von dem Winkel hält das jetzt da schon rechtwinklig. Hier ist mein Feststellknauf. So, den hätten wir jetzt da. Und jetzt kommt hier nämlich der Trick. Ich stelle euch nochmal anders hin. Wuppdiwuppdi. Jetzt müssen diese beiden Teile nur noch verbunden werden. Hier ist wieder so ein selbstgeschnitzter Notenstein. Scheibe und Mutter zum Kontern. Also die Scheibe, damit die Mutter sich nicht in das Profil reindrückt. Hier müssen wir jetzt treffen. Haben wir jetzt. Jetzt schrauben wir erstmal die Gewindestange da rein. Jetzt müssen wir das einmal hier alles ausrichten. Jetzt ziehen wir die Kontermutter an. Und jetzt, wenn ich jetzt hier dran drehe, bewegt sich zunächst noch dieser Klotz. Ich muss ja die Stange auch noch ein bisschen reinschrauben. Das lässt sich übrigens hier schön leicht einstellen. Seht ihr? Jetzt stelle ich den fest. Zack. Jetzt kann ich diesen Klotz hier ganz leicht nach hinten fahren. Und das im Zehntel-Millimeter-Bereich. Das ist jetzt ja hier mit meinen Nuten nicht ganz so genau. Aber wenn ich die anderen sehe, auch die großen wie Truppe, der löst das dann wieder, macht tak, tak, tak. Oh ja, jetzt habe ich das Zehntelchen, denkt er sich, und dann ist das gut. Ich kann mein Zehntel hier einstellen, in beide Richtungen. Wenn das hier jetzt einmal richtig fest ist, dann ist da nicht viel Spiel drin und ich kann das hier jetzt ganz genau einstellen. Jetzt fehlt uns zu unserem Glück nur noch das Bandmaß. Da habe ich hier die Nut, damit ich das da hinkriege. Die muss aber ja noch aufgefüllt werden. Also machen wir mal den Winkel ab. So, einmal paarweise runterschieben und ab ist er. Manchmal muss man auch Glück haben. Diese Vierkant-Alu-Leiste hatte ich hier noch stehen und die passt Alu. Buchenleiste, die passt fast genau hier oben rein. Ich habe das jetzt hier gelöst und schiebe das jetzt wieder hier dran. Und dann passt die genau hier rein. Ich muss nur noch die Aussparungen für diese doofen Muttern machen. Und dann kann ich da mein Klebeband draufkleben. Mein Maßband draufkleben. Das ist jetzt wieder eine Aufgabe für Mr. Tieflochmarkierer. Den Link gibt es unten übrigens auch. So, da müssen wir jetzt jeweils eine Aussparung reinmachen. Und jetzt kommt die erste Bewährungsprobe. Ich muss hier von dieser Leiste ja doch noch 2 mm abschneiden. Stellen wir das jetzt mal ein. Das nehmen wir jetzt mal weg hier. Messen musste ich jetzt ja nicht viel. Ich habe ja nach Augenmaß eingestellt. Aber probieren wir mal, wie es jetzt schneidet. Muss noch ein bisschen ab. Aber das können wir ja jetzt hier einstellen. Den fest. Ach so, könnt ihr gar nicht sehen. Das können wir jetzt einstellen. Den hier lösen. Der ist fest. Jetzt schrauben wir die Schraube hier rein. Ich muss auch immer erst überlegen. So rum. Jetzt zieht er das nach innen. So. Wieder anziehen, damit es hier rechtwinklig bleibt. Und neuer Versuch. Der Parallelanschlag hat jetzt seine Feuertaufe schon ganz gut überstanden. Ich habe die Leiste jetzt wirklich etwas dünner als den Tisch. Jetzt müsste eigentlich mein Band da gut drauf passen. Gucken wir mal. Das passt sehr gut.
Irgendwann muss man den Nullpunkt vielleicht mal ein bisschen verschieben. Ich kann ja meine Holzleiste hier verschieben. Und das werde ich jetzt nutzen, um die Einstellbarkeit des Bandmaßes herzustellen. Wenn ich jetzt hier unten reingucke, hätte ich hier Platz, um irgendwas mit einem Langloch hier dran zu befestigen an der Holzleiste. Und dann kann ich das hin und her rücken und kann das dann da auch wieder fixieren. Ich habe hier auch noch ein schönes dünnes Aluminiumstück. Da klinke ich jetzt die Holzleiste hier unten aus, setze das da rein, mache hier so ein Langloch rein und kann das dann einstellen und wieder anziehen und fertig. Das muss man ja nicht jeden Tag machen. Ich habe jetzt hier so einen Aluschnippel gemacht. Den schrauben wir jetzt mal hier an. 1, 2. Das sind 2,5 Schrauben. Das sind die dünnsten, die ich gefunden habe im Baumarkt. Ich weiß gar nicht, wofür ich die gekauft habe, aber irgendwann, als ich was anderes Dünnes anschrauben wollte, in einem dünnen Lättchen. So. 2. Ich schraube diese kleinen Schrauben immer lieber von Hand. Das sind die 18 Volt Akkubohrmaschinen, die ich habe, leicht überdimensioniert. Und jetzt wie doof ist das denn? Verkehrt rum angeschraubt. Ach ja. Da ich die Löcher hoffentlich ziemlich in die Mitte gesetzt habe, müsste das eigentlich ganz gut passen. Und so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das da reinkriegen. Es passt und es lässt sich hin und her schieben. Und körnern uns das da an. So. Bling. Ich habe jetzt hier eine 4 mm Schraube, Linsenkopfschraube oder so ähnlich heißt die. Die ist auf jeden Fall hier unten runter flach nicht angesenkt. Und ich habe hier eine verhältnismäßig große Scheibe. Die soll dafür sorgen, dass ich keinen Drehmoment von der Schraube auf mein Aluplättchen übertrage. Und jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt ist es fest. Und jetzt lässt es sich verschieben. Sehr schön. Dann kann ich ja gleich mein Klebeband aufkleben. Die beiden 2,5 mm dicken Schrauben kommen hier oben leicht raus, die muss ich noch abschleifen. Um den Nullpunkt jetzt hier festzulegen, habe ich den Anschlag jetzt hier so gemacht, dass ich das Blatt hier so, ihr hört, es strappt ganz leicht daran vorbei. Also habe ich jetzt hier wirklich 0 an diesem Sägeblatt und dann habe ich mich entschieden, den Nullpunkt auf diese Seite zu machen. So. Achso, da machen wir noch eine Ablesehilfe hin. Ich kann ja immer so schlecht wegschmeißen. Die Staubmaske ist schon längst weggeschmissen worden. Aber diese durchsichtige Schachtel habe ich verwahrt, weil ich mir gedacht habe, das kannst du mal so als Ablesemarkierung verwenden. Ich mache das jetzt gleich hier unten drunter, mache da einen schönen Strich drauf und dann kann ich das auf meinem Lineal gut ablesen. Als Markierungslinie mache ich jetzt einen Ritz da rein und male den mit einem Edding blau an, dass der blau ist und der Rest nicht. Ich klebe da jetzt Klebeband drüber, dass der Edding nicht drumherum malt. Jetzt nehmen wir uns das Geodreieck und das Messer, legen das hier an, ritzen das jetzt hier und dann klappt das jetzt hoffentlich mit dem Tesafilm. Jetzt habe ich hier einen blauen Edding, oder nicht Edding, Permanentmarker. Wollen wir mal gucken, ob ich das bis da unten reingemalt kriege. Nö. Es ist runtergezogen. Schitte. Oh, jetzt ist es doch eine schöne Linie geworden. Eine schöne Linie geworden. Halten wir das mal aufs Bandmaß. Das kann man doch jetzt gut ablesen. Haha, gut. Wir nehmen das jetzt erstmal so. Das klebe ich nämlich jetzt dann aber auf der anderen Seite. Da unten drunter. Und dann kann ich da jetzt ablesen, welches Maß ich habe. Super!
Hat doch geklappt. Jetzt müssen wir noch markieren, wo wir den Streifen hier hinkleben. Ich habe den jetzt schon von der Seite durchgeschoben, wo ich den Strich haben will. Jetzt markiere ich mir das einmal hier. Jetzt ziehen wir das ab und kleben das von unten auf die richtige Seite. Ich mache mir mal ein Kreuz, das könnt ihr jetzt nicht sehen, auf der Seite, wo ich den Strich haben will. Jetzt habe ich hier einen rechten Winkel. Ich will das ja schließlich rechtwinklig aufkleben. So, und jetzt kleben wir uns das hier in den Bereich, den ich markiert habe, da. Das Klebeband, was hier übersteht, schneide ich gleich noch vorsichtig weg. Und jetzt hätten wir da unsere Ableseeinheit. Also pappen wir das Ding mal da drauf. Hier passt das gut unter meinen Strich. Dann kleben wir das jetzt mal auf. Der erste Versuch hat schon nicht geklappt. Ich hatte den Schutzfilm komplett abgezogen. Jetzt habe ich den hier wieder so draufgeklebt, dass ich das jetzt hier unten drunter schieben kann. Und jetzt richte ich mir das hier, ich glaube, an meiner Schiene aus, ja. So, da ist der Nullpunkt. Und jetzt kleben wir das einfach hier hin. So, einmal den Anschlag rüberschieben, hier hochklappen, Schutzschicht abpitteln und hier jetzt auch aufkleben. Und hier hätte ich jetzt meine Null. Wenn dieser Knopf angezogen ist, richtet sich das hier automatisch rechtwinklig aus. Wenn ich jetzt aber mit der Feindeinstellung arbeite und das hier verschiebe, dann stellt sich auch der Arm hier etwas quer. Ich ziehe den jetzt mal wieder an. Seht ihr, wie der sich nach links bewegt jetzt? Also möchte ich das versuchen zu ändern. Ich werde jetzt eine schmale Kunststoffleiste zuschneiden, die genau hier reinpasst, aus diesem schmalen Stück. Die schraube ich dann hier unten einfach in diese Flächen fest. Ich weiß, man könnte es in die Nutensteine machen, aber ich muss ja auch ganz dünne Schrauben nehmen. Und dann hoffe ich, dass sich das nicht mehr querstellt. Probieren wir es mal aus. Ich habe ja nur so ganz schmale Streifen hier von dem Kunststoff. Der ist, glaube ich, 20 x 5 mm. Den kann ich ja sehr schlecht da nur schneiden. Ich klebe mir den jetzt hier quasi auf das Opferbrett auf oder auf den Werkstückträger und dann kann ich den ja gut schneiden. ...8,08 mm. Wir brauchen also 8 mm. Hier ist mein Strich. Schieben wir es mal auf 8 mm. Das müssten jetzt 8 mm sein. Die 8 mm hatte ich ja jetzt hier voreingestellt. Jetzt messen wir mal hier den Abstand bis zum Zahn. Vielleicht sollte man auch noch anmachen. Das sind 8,15, ich hätte gerne ein bisschen mehr. So, ich habe mal so 1 bis 2 Zehntel. Jetzt haben wir 8,25, die wollte ich haben. Das wäre genau passend. Das würde genau da reinpassen. Wir machen direkt den fertigen Schnitt jetzt. Aus Endmaß schleife ich den Streifen jetzt hier mit aufgespanntem Schleifpapier. Ich habe mit Korn 60 vorgeschliffen, jetzt habe ich hier noch Korn 80, um die letzten Zehntel rauszuholen. Und dann passt das ganz genau da oben rein. Schleifen wir mal. Dieses Schiebeding, ich nenne das jetzt einfach mal Schiffchen, das hat ja schließlich auch schon eine schöne Rundung vorne und hinten, habe ich jetzt mit 4 Löchern versehen, damit das hier 4-mal festgeschraubt werden kann. Hier habe ich schon doppelseitiges Klebeband draufgeklebt, womit ich das hoffentlich gleich hier unten drunter kleben kann. Hier schiebe ich jetzt nochmal so einen Kunststoffstreifen rein, lege das jetzt hier drauf, dann steht das hier jetzt etwas über. Und jetzt habe ich mir hier schon markiert, wo die Seiten sitzen müssen, damit ich mit den Löchern auch irgendwo in Material treffe. Es kommt ja nicht aufs Zehntel an, aber ich muss ja wenigstens Material da unten drunter haben. Jetzt richten wir das hier, da klebt es schon.
Naja, so wäre es natürlich auch viel einfacher zum Ausrichten gewesen. So aus. Jawohl. Noch einmal anziehen, damit es richtig ausgerichtet ist. Jawohl. Ich habe die Löcher jetzt hier vorgebohrt. Machen wir mal die Schräubchen da rein. Die halten schon mal gut. Machen wir mal einen Test. Ich habe zum Montieren das Querstück abgemacht. Ja, das hat was gebracht. Ich halte euch mal hier hin jetzt. Ups. Das bewegt sich jetzt schon kaum noch. Das müsste sich beim Verstellen positiv bemerkbar machen. Rutschen tut schon mal gut. Stellmechanismus aufschieben. Da musste ich übrigens einen kleineren Knauf machen, der nicht hier über diese Kante oben rüber guckt. Das lässt sich also super leicht drehen hier, wie ihr seht. Ich habe das extra so lang gemacht. Ich kann das bis dahin schrauben. So weit kann die Gewindestange da drin verschwinden. Dann habe ich hier auch genügend Stellwege und muss nicht zwischendurch immer wieder in die Mitte drehen. Dann wollen wir jetzt mal schauen. Erheblich besser geworden. Ein bisschen Spiel hat es natürlich, aber das Spiel ist wesentlich reduziert. Ich bin total zufrieden. Klasse geworden. Hier habe ich jetzt einen Knauf ohne Griffmulden gemacht. Ich muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Mein biegesteifer Parallelanschlag mit Feineinstellung ist jetzt endlich fertig. Hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber mit meinen einfachen Mitteln habe ich das hingekriegt. Bei den Knäufen habe ich ein paar Mal umdisponiert. Erst wollte ich den einsetzen, habe ich nicht gemacht. Ich wollte einen mit Abstand haben. Dann hatte ich den hier, der ist zu dick. Das Material muss ja hier drüber rutschen können. Der hat jetzt genau die richtige Stärke. Zwar keine Griffmulden, aber immerhin. Der Anschlag lässt sich super positionieren. Durch das eingebaute Schiffchen verstellt er sich beim Positionieren auch nicht so stark wie vorher. Kann man aber sicherlich auch weglassen. Man weiß ja, was man hier unten verstellt und was man nicht verstellt. Das ist auch schön leichtgängig. Meine Säge wird immer besser. Der Schwachpunkt wird irgendwann der Rundlauf von dem Sägeblatt sein. Das muss man dann mal nachschauen. Aber jetzt kann ich erst mal sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und zu euch sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Damit setzen wir das jetzt hier rein. Jojo. Also gut, nochmal neu.